Technikvermittlung vom rollenden zum springenden Ball. Ready? Play. Diese methodische Übungsreihe kann als Grundprinzip für alle Schläge und Situationen in unterschiedlichen Varianten angewandt werden. Sehr gut, zurück. Ready? Play. Schritt 1. Der oder die Spielerin kniet ohne Schläger. Der Ball wird mit vielen kleinen Springern angerollt. Die Aufgabe der Spielerin ist es, diesen Ball zu lokalisieren, zu fangen und zum Trainer, zur Trainerin zurückzuspielen. Ready? Play. Hierbei wird vor jedem angespielten Ball Ready, Yes, Play durchgespielt. Ready, Play. Ready, Play. Im nächsten Schritt steht der oder die Spielerin immer noch ohne Schläger in einer tiefen Return-Position. Der Ball wird ganz ähnlich mit vielen kleinen Aufsprüngen angespielt und muss auch hier lokalisiert, gefangen und zurückgespielt werden. Ready, Play. Okay, Schläger in der Hand bitte. Nun kommt der Schläger ins Spiel. Der oder die Spielerin steht immer noch im tiefen Return-Stand. Der Ball wird immer noch mit vielen Aufsprüngen angerollt. Der Ball muss lokalisiert werden, mit dem Schläger gestoppt und anschließend zurückgerollt werden. Zu mir zurück über den Boden, ja? Ready? Play. An dieser Stelle können unterschiedliche Bewegungsmerkmale thematisiert werden. Zum Beispiel der Körperschwerpunkt, die Fußstellung oder aber der richtige Schwung bei Vor- und Rückhand. Super. Ready? Play. Ready? Play. Ready? Play. Okay, jetzt spiele ich ganz regulär an, ja? Spring dreimal, du schlägst eine Vorhand oder Rückhand. Ready? Play. Schließlich gilt es, den springenden Ball im Rhythmus seiner Aufsprünge zu schlagen. Der oder die Spielerin steht im tiefen Stand, in der Bereitschaftsposition mit dem Schläger in der Hand. Der Ball wird so angespielt, dass er zum Beispiel im Falle eines B1-Spielers dreimal aufspringt. Der oder die Spielerin lokalisiert den Ball, rhythmisiert sich zu ihm und schlägt zurück. Auch hier können geschlossene und offene Fußstellungen thematisiert werden. Der oder die Trainerin kann beim Anspiel den Winkel und die Länge, die Geschwindigkeit des Balls variieren. Sehr gut. Ready? Play.